Willkommen, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe von Maidons Meinung und ich begrüße natürlich auch Alfred Maidon. Hallo. Hallo. Wir starten mit BYD in die Sendung. Du hast die Aktie ja Ende August, glaube ich, zum Kauf empfohlen. Jetzt haben wir seitdem, ich glaube, 60% oder mehr zulegen können. Wenn man damals auf dich gehört hat, soll man jetzt langsam Gewinne realisieren oder das Ganze weiterlaufen lassen? Nein, eigentlich gibt es keinen Grund. Klar, die Aktie kann kurzfristig korrigieren. Wir haben hier schon eine kleine Korrektur gesehen. Das kann jetzt nochmal passieren. Aber langfristig, glaube ich, sind wir bei BYD eher am Anfang als am Ende. Dass die Aktie jetzt so gestiegen ist, der Auslöser war vor allen Dingen das drohende Fahrverbot für Verbrennungsmotoren in China oder Zulassungsverbot, das wahrscheinlich ab 2030 kommen wird. Aber hinzu kommen auch, BYD stand ja auch schon hier ganz gut da als Elektroautoverkäufer Nummer 1 in der Welt. Aber die Wahrnehmung hat sich jetzt ein bisschen verändert am Markt. Jetzt entdecken immer mehr Anleger, dass BYD tatsächlich so die One-Stop- oder One-Shop-Lösung ist für E-Mobilität, weil man ja auch Elektrobusse anbietet. Man ist im Bereich Batterien die Nummer 2 der Welt. Und man hat auch noch den Bereich Monorail, also Einschienenbahnen, die man im öffentlichen Nahverkehr einsetzt in chinesischen Großstädten. Also hier hat man doch die ganze Palette und das setzt sich jetzt so langsam durch. Die Analysten kommen so nach und nach aus ihren Löchern, muss man fast schon sagen, denn auch hier war BYD lange Zeit nicht beachtet worden. Und vor allen Dingen Morgan Stanley hat die Aktie empfohlen mit einem Kurs von 100 Hongkong-Dollar, das sind über 10 Euro. Und man hat gesagt, dass BYD so ein bisschen das Dark Horse ist der Elektroautobranche, der Geheimfavorit. Und das stimmt wirklich. Also tatsächlich geheim ist die Aktie nicht mehr so ganz, aber bis sie so richtig marktbreit angenommen wird, wird es noch ein bisschen dauern. Und bis dahin ist nach oben noch weitaus mehr drin, glaube ich. Gut, also kann man auf jeden Fall investiert bleiben. Ja, kann man. Wir schauen auf jetzt einen ganzen Themenblock, auf das Thema Bitcoin, Kryptowährungen, Blockchain. Ist ja eins der Investitionstrends in diesem Jahr. Wir starten mal mit der Bitcoin Group oder auch allgemein der Bitcoin. Er ist deutlich gestiegen, wissen wir alle. Er hat ein paar Rücksätze erlebt. Er wird viel diskutiert und viele Aktien, die auch im Zuge des Bitcoins eben profitieren, wie diese hier. Jetzt tut sich zuletzt etwas weniger. Ist es jetzt langsam so ein bisschen die Luft raus aus der Thematik oder ist es nur ein kurzes Zwischenflaute? Sagen wir so, es geht ja immer so, die Diskussion, ist Bitcoin jetzt eine Blase oder steckt da doch mehr dahinter? Klar ist es sicherlich zum Teil auch eine Blase, weil bei diesen Kurssteigerungen von mehreren 1000% in kurzer Zeit ist es natürlich so eine Art Spekulationsblase, keine Frage. Aber es steckt meiner Ansicht nach doch weitaus mehr dahinter. Es ist keine Blase. Das ist ein bisschen vergleichbar wie mit dem Internet um die Jahrtausendwende. Da hatten wir auch sicherlich bei vielen Aktien eine Spekulationsblase, aber am Ende ist daraus das heutige Internet hervorgegangen, was sicherlich keine Blase ist, sondern das ist real. Das hat sicherlich auch unser Leben verändert. Also es ist ein sogenannter Game Changer und das ist der Bitcoin oder diese Blockchain-Technologie, die dahinter steckt, auch. Und klar, die Bitcoin Group ist sicherlich auch übers Ziel hinausgeschossen. Wir waren ja teilweise bei 80 Euro, korrigiert bis auf 40. Ich habe gesagt, immer wieder, die Aktie ist wahrscheinlich so im Bereich 30 bis 40 fair bewertet. Also eher jetzt noch etwas zu teuer, aber es gibt eben noch diesen Spekulationsbonus gerade und der wird auch noch eine ganze Zeit lang anhalten, sicherlich. Ich habe auch mit Kollege Florian Söllner darüber gesprochen, dass solange das Thema in den Medien ist, Bitcoin, werden es Leute geben, die investieren, weil es eben ja ein großes Thema ist und weiterhin interessant bleibt und ist. Ja, ist es sicherlich. Und jetzt kommt ein neuer Player mit ins Spiel. Den hat man, glaube ich, bis vor kurzem noch nicht damit in Verbindung gebracht. Overstock. Ich habe gelesen, die wollen jetzt auch in dieses Thema Kryptowährungen, in den Handel damit einsteigen. Ja, das ist ganz interessant. Der Firmenchef von Overstock, erstmal kurz, Overstock ist ein E-Commerce-Händler in den USA mit einem Börsenwert von ungefähr 700, 800 Millionen. Also schon eine etwas größere Hausnummer. Und der Firmenchef ist sehr Bitcoin-affin. Overstock hat schon im Jahr 2014 den Bitcoin als Zahlungsmittel angenommen. Also man kann bei Overstock mit Bitcoin bezahlen. Und dieser Kurssprung gestern von 24% erklärt sich dadurch, dass Overstock jetzt selber auch in den Handel mit Währung einsteigen will. Man will eine Plattform aufbauen, hat hier einen Partner sich ins Boot geholt. Und ja, man sieht ganz gut, dass dieses Thema, sobald man hier in diesem Bereich etwas macht, sofort auch größere Firmen in Bewegung versetzt. Und das Beispiel zeigt darüber hinaus noch, dass der Bitcoin tatsächlich sich nach und nach so als Zahlungsmittel auch durchsetzt. Ich glaube, es werden demnächst andere folgen. Auch bei Amazon gibt es ja schon Gerüchte, dass man eines Tages vielleicht sogar in naher Zukunft den Bitcoin akzeptieren will. Also ein schönes Beispiel dafür, dass auch normale Firmen von dieser Thematik profitieren und als Aktionär man eben auch daran teilhaben kann. Wir schauen noch auf so eine normale Firma, die jetzt auch mit dem Thema Blockchain in Berührung kommt, SAP. Was ist hier geplant oder warum steht das da im Fokus? Ja, natürlich auch die Softwarekonzerne, gerade das Thema Blockchain, das ist ja diese Technologie, diese auf viele Rechner die Daten abzulegen und das lässt sich auch in anderen Branchen einsetzen. Und SAP hat jetzt hier eine neue Initiative gestartet. Das wurde, glaube ich, gestern bekannt.
Und man will in diesen Bereich rein und ihn auch für andere Anwendungsbereiche nutzen, für das Internet der Dinge zum Beispiel, für den Handel, für Supply Chain Management. Also es gibt da viele Anwendungsbereiche und SAP ist da jetzt doch relativ massiv in diesen Bereich auch eingestiegen. Dann schau, aber die Aktie hat nicht wirklich reagiert. Nein, das liegt natürlich ein bisschen daran, dass SAP natürlich ein Milliardenkonzern ist und da natürlich dieser Blockchain-Bereich, auch wenn er eines Tages groß wird, im Moment vom Umsatz her noch sehr klein ist. Bei der Software AG ist auch dieses Thema jetzt plötzlich neu auf dem Tableau. Ich glaube neu, ich weiß es gar nicht genau, seit wann man darüber diskutiert. Was ist hier? Ja, die Software AG ist da schon ein bisschen weiter. Man ist da schon seit einem Jahr relativ aktiv im Bereich Blockchain-Technologie, gerade für Finanzdienstleister, die ja diesen Bereich in ihre aktuellen Angebote mit einbauen wollen, hat man Lösungen entwickelt und verkauft die auch und das auch recht erfolgreich. Also unter den Softwarekonzernen ist die Software AG sicherlich da, das Unternehmen, das da am weitesten ist. Das hat sich im Kurs jetzt auch nicht so niedergeschlagen. Die Aktie tendiert eigentlich in den letzten 6 Monate unter größeren Schwankungen seitwärts. Aber ich glaube, wer ein Unternehmen sucht, was ganz solide ist, sich entwickelt und doch eine ganz erhebliche Blockchain-Fantasie hat, der ist bei der Software AG ganz gut aufgehoben. Einen letzten Wert aus diesem Bereich Blockchain haben wir noch für Sie, UMT, auf da wollen wir drauf schauen. Da haben wir auch diesen deutlichen Anstieg gesehen, kleiner Rücksetzer seitdem. Wie kann es hier weitergehen? Ja, da sieht man mal, dass schon kleine Meldungen ausreichen, um große Wirkung zu erzielen. Gut, UMT ist jetzt natürlich auch ein kleines Unternehmen selbst, aber man hat hier kurz zu diesem Anstieg oder zu diesem Anstieg bekannt gegeben, dass man in ein Bitcoin-Unternehmen investieren will. Allerdings, diese Investition liegt man gerade bei 90.000 bis 100.000 Euro. Also das ist eigentlich selbst für so ein kleines Unternehmen fast gar nichts. Das hat ausgereicht, um den Kurs nach oben zu treiben. Und da will ich auch mal so ein bisschen warnen. Man muss so ein bisschen aufpassen, dass man nicht Firmen kauft, die ja einfach nur sich den Namen Bitcoin-Blockchain irgendwo draufschreiben, wo nicht wenig dahinter ist. Es gab die Naga Group, die ähnlich stark gestiegen ist, wo eigentlich auch nicht viel dahinter ist. Also es gibt Firmen, die sind wirklich fokussiert auf Bitcoin und Blockchain und eine davon werde ich übrigens auch in der nächsten Woche in mein neues Game Changer Depot aufnehmen. Ich habe es ja gesagt, Bitcoin, Blockchain ist ein Game Changer und es gibt Unternehmen, die sind fokussiert drauf. Es gibt einige neue Missionen jetzt. Eine kommt in der nächsten Woche, die kommt in mein neues Depot und das sind sicherlich Firmen, die auch spekulativ sind, aber wo 100% Blockchain auch dann dahinter ist.